Sie ist scharf. Ja, danke. Das ist gleicher Ort wie letztes Mal. Ja, und doch ganz anders. Ja. Langsam machen, nicht, dass man selber kein Stellen. Ja, ja. Ey, ich glaube nicht, Förderhammer. Und das Wasser fließt in diese Richtung. Ja, wie wir gesagt haben. Kommt also vom See. Kommt vom See, ja. Ja. Mega. Glaubst du nicht, dass du da, oder? Wie gechillt wir da drin rumgelaufen sind. Ja. Meinst du, wir halten draußen eine kurze EVP-Session zu machen? Ja, wir setzen uns ins Wasser, warte. Wir beeilen uns jetzt mal ein bisschen, aber wir wollen was testen. Und zwar ist das Wasser ja hier eine super Energie, ein super Energieträger und auch zum Töne erzeugen. Könnt ihr denn jetzt, vor allem jetzt auch die Slaven, könnt ihr besser mit uns sprechen jetzt? Nächstes Mal nehme ich meine Fliegenklatsche mit. Ihr habt das letzte Mal, wenn ich das richtig verstanden habe, versucht, uns einen oder mehrere Namen zu sagen, wie wir euch nennen sollen. Aber wir haben es nicht verstehen können. Könnt ihr das jetzt noch mal probieren, auf die Kamera zu sprechen? Wie dürfen wir euch denn nennen?
Ja. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, hier unten jetzt, ich höre jemanden reden, ne? Reden irgendwie. Ja, irgendwo da drüben, ne? Ja. Also wir hören euch jetzt nur ein bisschen, wir können euch nicht richtig verstehen. Wir hören es erst wieder später. Wenn überhaupt, durch das Rauschen wird das vielleicht nicht drauf sein. Ja. Oder es kommt durch das Rauschen erst richtig raus. Das kann auch sein. Man weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Ja. Wir machen aber dann nachher auch noch mal das Radio an, was wir sonst immer anhaben. Da verstehen wir euch dann besser. Wir wollten heute eigentlich das Flussbett entlang gehen, um mal zu gucken, wo das endet oder wohin das geht. Das hat sich jetzt ja erledigt. Weil Wasser drin ist. Genau. Der Amsee ist jetzt wieder so hoch durch das Regnen, dass er hier fließt. Das wissen wir auch. Dass das Wasser vom See kommt. Genau. So wie unser Verdacht eigentlich auch war. Ja, richtig. Vom Gefälle her. Wurde das hier künstlich angelegt oder ist das schon immer so gewesen? Pause. Nö, ich würde hier bleiben wollen. Okay. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Genau, dass das hier wohl künstlich irgendwie angelegt wurde, das sehen wir ja. Das sieht man auch vorne noch viel besser. Wahrscheinlich, weil der See sowieso immer mal wieder über die Ufer geht, dann hat man das irgendwie genutzt. Für was war das denn gut? Wo fließt das denn hin? Hier wirklich stimmt von da oben. Ja. Die ganze Zeit. Als wenn doch wirklich jemand langläuft oder was.
Seid ihr hier auf der anderen Seite? Also ich habe echt das Gefühl, ich kriege hier unten Halluzinationen, ne? Echt krass. Ist niemand. Also wir hören hier Tatsache wie Stimmen. Aber richtig, aus, ja, allen Richtungen. Aus allen Richtungen, als wenn hier da, wir haben keine Ahnung. Mehr. Verschiedenste Stimmen, Kinder, Frauen, Männer. Könnt ihr noch lauter versuchen zu reden? Jetzt mal spaßenshalber da hochgucken mit der Kamera. Also es hat gerade wieder so Frauen und Kinderstimmen gehört. Ich muss auch sagen, beim letzten Mal haben wir euch hier vor Ort nicht so gut verstanden. Aber das, was wir daheim wieder gehört haben, war wirklich super. Also, ihr seid wirklich hier so stark, dass wir euch so gut verstehen. Das ist wirklich Wahnsinn und wir freuen uns so riesig darüber. Am See hat uns auch jemand gesagt, dass er Hilfe braucht. Ja. Wie können wir dir denn helfen? Lampe. Cool.
Und alle, die um Vergebung gebeten haben, wir vergeben euch allen. Von ganzem Herzen. Ich habe auch schon mal für euch mitgebetet. Ja, es gibt auch im See Muscheln. Die silberne, guck mal. Ja. Hier. Das sind die Felder, guck mal. Oh ja, schön. Diese Mücken nicht wären dafür. Ja. Wollen wir mal Standort wechseln jetzt? Ja, solche Lüftern machst, sind die um dich. Ja, Wahnsinn. Also ich brauche nochmal schnell eine Hände. Ja, wenn du die Kamera nimmst, will ich meine gerade noch mal ein bisschen abwaschen, genau. Weil ich habe nämlich dieses Zeug auch gebraucht an den Händen. Das dachte ich schon, ich hätte einen Goldschatz gefunden. Es ist doch auch eine Art Schatz. Ja, also. Aus so Muscheln kann man auch viele tolle Sachen machen. Ja. Hey, wir sind hier neulich hier drin rumgelaufen, ja? Das heißt neulich, das war vor einer Woche. Ja. Hat das so doll geregnet, dass das. Ich muss mal sicher dein Wissen, wie es hier ganz. Warte mal, ich brauche noch eine dynamische Aufnahme. Eine dynamische Aufnahme? Ja. Nee, warum? Warte, ich mach mal Pause kurz. So, nochmal für euch hier. Also das ist der Flusslauf. Ja, leuchte mal, ja. Leuchte mal rein. Da sehe ich besser. Das ist der Flusslauf, wo wir neulich drin rumgelaufen sind. Leuchte mal ein bisschen hinter auf die Ecke, soweit wie du kommst. Ja, das sieht man sehr gut mit dem Licht. Mit der Taschenlampe. Das sind echt geile Taschenlampen. Ja. Hier sind wir neulich drin rumgelaufen. Du sagst neulich immer. Es ist gerade mal 7 Tage her. Ja, 7 Tage. Also das ist unglaublich. Und, wir und der führt nicht vor, schlecht Wasser. Wir hatten vor, hier durchzugehen heute noch ein Stück weiter, um das mal zu erkunden. Und durch den ganzen Regen jetzt die letzten 2-3 Tage fließt hier voll der Bach. Genial. Ich finde das genial. Ja. Okay, gehen wir. So, ich mache wieder Pause. Was jetzt, weil es jetzt dunkel wird, absolut auffällig ist, das Vogelgezwitscher ist weg. Ja, noch ganz wenige. Ja, ein paar noch, ja, aber. Ist jetzt nicht mehr so die Masse, die hier rumkräht. Es war jetzt da unten schon echt krass. Ja, ne? Mit diesen Stimmen. Vor allem, es war jetzt auch nicht dann ständig so die gleiche Tonfall, sondern. Nee, es hat sich anders angehört. Wenn da eine ganze Gruppe um einen rumsteht, so. War das Gefühl. So, hier ist die Mauer, wo wir das letzte Mal gesessen haben. Genau. Hier auf der linken Seite. Wie gesagt, alles fußläufig zu erreichen und mit super Wegen und nicht so ein Heckmeck, wie wir gemacht haben.
gucken, inwieweit heute jemand am See ist. Mach die mal tot, mach die tot, die sticht gerade. Danke. Nächste, auf dem anderen Arm. Die habe ich jetzt selbst gekillt. Ja, ich habe auch an meinem Knie eine Stelle, die ich wohl nicht eingesprüht habe. Da waren vorhin schon 5 Stück draufgesessen. Die haben sie gefunden, die Stelle. Ey. Ja, Leute, wir werden heute wieder massakriert von Mücken. Ohne Mist. Die also sind hier wirklich extrem. Hätten wir das Spray nicht, mit dem wir uns eben gerade erst mal komplett einbalsamiert haben, würde man es hier nicht wirklich aushalten. Nee. Also, da ist voll der Strudel. Ja. Strudel? Wie nennt man das? Na, Hüpfburg. Jetzt ist es aber schon fast weg, das war ein Fisch bestimmt wieder. Ja, ja. Schaut mal, ihr Lieben, jetzt habe ich heute extra endlich die Ruten dabei. Wenn ihr möchtet, können wir uns darüber auch unterhalten. Da könnt ihr gerne über meine Energie mit eurer Energie darüber wirken. Über Kreuz können wir uns ja vielleicht einigen, ist ja und ein Stück auseinander ist nein vielleicht. Habt ihr Lust, das mal zu probieren? Okay. Das war ein Jahr, ne? Über Kreuz. Im Prinzip schon, ja. Wart jetzt ihr das eben gerade? Nur mal so für die Kamera. Ich habe ab und zu eine zweite Gesichtserkennung an deinen Händen. Okay. Jetzt gar nicht mehr. Gerade war ein paar Mal. Okay, also laut meiner Frage wären das jetzt wirklich. Es ist wieder da. Jetzt ist wieder weg. Gewesen. Ist das anstrengend für euch, das hier zu bewegen? Nein. Jetzt war auch gerade genau, wo das angefangen hat, war eine Gesichtserkennung wieder auf deine Hände. Okay. Das ist ganz, ganz komisch. Warte mal, ich hole mal eine zweite Kamera und ich versuche das mal aufzufüllen. Oh, zweite Kamera habe ich geholt. Ich filme mit der zweiten Kamera den Monitor von der Sony ab. Wart ihr das am Bach vorhin? Die Stimmen, die wir gehört haben? Die Stimmen sind jetzt vom Angler.
Ja. Jetzt hatte ich Kind. Ich habe es mit der Kamera in der Wart ihr mehrere, die wir gehört haben? Haben wir das richtig verstanden? Ja. Dankeschön. Wir probieren das nachher auch vielleicht mal an einer anderen Stelle nochmal und lassen gleichzeitig das Radio laufen. Mhm. Vielleicht haben wir dann sogar Übereinstimmung. Ne? Das wäre komisch. Auch interessant. Ja. Sollen wir das mal probieren nachher? Das ist, sobald ich eine Frage gestellt habe, habe ich das Gefühl, wie wenn vorne an den Spitzen jemand zieht. Ja. Wenn ich nichts sage, ist es einfach nur wie locker so. Okay, dann probieren wir das dann nochmal. Waren da am Bach auch Kinder bei euch? Nein. Okay. Aber Frauen. Ja. Frauen, ja. Dankeschön. Sind. Waren eure Kinder schon sozusagen im Bett schlafen? Nein? Oh mein Gott, ey. Sorry, dass ich immer so puste, aber die Schnaken, die ärgern mich hier. Könnt ihr mal mit diesen Routen dahin zeigen, wo wir gehen sollen, um mit euch mit dem Radio zu sprechen? Oder ist euch egal, wo wir hinkommen? Ja. Okay, können wir aussuchen. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal an andere Stelle, bevor ich hier komplett massakriere. Okay, ich mache Pause. Vielen Dank, ihr Lieben. Das war jetzt echt schon mal beeindruckend. Vielen, vielen Dank. Auch echt probiert, mich überhaupt nicht auf die Dinger zu konzentrieren, sondern ich habe einfach auf den See rausgeguckt. Ja. Habe eigentlich mehr so geguckt, wo die Fische da so hüpfen und so, damit ich nicht selber wieder irgendwie mir da was, ne? Genau. Das so wenig beeinflusse wie möglich. Weil ich will mich ja nicht selbst verarschen. Nee, das wollen wir auch nicht. Nicht selbst verarschen, weil dann können wir ja auch Show machen. Wo. Ja, ja. Ja.
Dann nehmen wir zwei K2-Meter mit und ein CB-Funkgerät und dann machen wir so, als wenn die ausschlagen. Wollen wir wieder davor in den Eingang nochmal wieder oder zur Mühle oder was hattest du? Ja, Mühle war ja auch mit, mit dem Viehzeug so doll, ne? Ja, vorne in dem Eingangsbereich ist immer relativ gechillt, ne? Ja, dann gehen wir da hin. Ja, nochmal zum Eingang. So, ihr Lieben, wir sind jetzt das allererste Mal, obwohl wir das nicht gerne machen, auf einem Friedhof. Und wir wollen euch ganz einfach mal, wir wollen das mal für uns überprüfen, ob hier jemand ist. Ihr könnt hier in die Kamera reinsprechen, die ich hier in meinen Händen halte. Hier oben ist das Mikrofon, da könnt ihr reinsprechen. Ich lasse das Licht jetzt hier aus. Und Gina hat zwei Stäbe in der Hand, die beiden. Da kennt ihr euch ja damit aus. Und da könnt ihr vielleicht dort wieder das Ja ist das X, also die Stäbe überkreuzen. Und Nein ist ein V machen, also die Stäbe voneinander entfernen. Und meine erste Frage wäre, sind auf dem Friedhof Tatsache viele Seelen? Danke. Gegenfrage. Also sind auf dem Friedhof gar keine Seelen. Danke. Gefällt es euch auf dem Friedhof? Okay, danke schön. Jetzt müsstet ihr vielleicht in die Kamera sprechen. Warum gefällt es euch hier auf dem Friedhof? Oder generell auf Friedhöfen. Ja, da ist die Kamera. Ja, genau. In die Kamera müsst ihr sprechen. Da, wo jetzt die Stäbe. Richtig extrem zu dir. Wo jetzt da, wo die Stäbe hinzeigen. Genau, hier ist meine Kamera. Hier oben ist da rein sprechen. Ich bin jetzt mal für 20 Sekunden ruhig. Okay, vielleicht habt ihr was reingesprochen. Da stelle ich jetzt die nächste Frage. Seid ihr auf dem Friedhof, weil hier eure Körper sind? Okay, stell die Frage anders. Seid ihr noch hier, weil eure... Okay, danke. Also ich stelle die Frage anders. Also ihr seid noch hier, weil eure Körper hier sind. Das wurde ein Ja. Ja. Dankeschön. Ihr wisst aber, dass ihr die Körper oder eure Körper, in denen ihr gelebt habt, in der Welt, wo ihr hingehen könnt. Ich war noch gar nicht fertig mit der Frage. Die wissen aber, was okay, nicht mehr braucht, wollte ich fragen. Okay, wartet bitte mit den Ausschlägen, bis ich fertiggestellt habe. Ich stelle die Frage nochmal. Aber ihr wisst, dass ihr die Körper, in denen ihr hier gelebt habt, da wo ihr jetzt hingeht, hingehen könnt, nicht mehr braucht. Okay, die haben die Frage gehört, wahrscheinlich ja. Okay, danke schön. Ja.
Okay, mal kurz locker lassen hier. Hm. Jetzt zieht es gerade in alle Richtungen. Seid ihr gerade hier um uns? Okay. Habt ihr die Kraft, hier mal irgendwas zu bewegen oder ein ungewöhnliches Geräusch für diesen Ort zu machen, was wir akustisch wahrnehmen können oder was wir optisch sehen? Nein. Okay, die Kraft habt ihr nicht. Okay, ist in Ordnung. Ist jetzt hier gerade eine Seele anwesend, dessen Körper auch hier auf diesem Friedhof liegt, auf dem wir hier sitzen? Dankeschön. Kannst du uns über die Kamera in das Mikrofon, gucke, hier ist mein Finger und hier oben ist das Mikrofon. Kannst du uns deinen Namen verraten? Nein, also die Stäbe sagen nein. Ich hoffe, du sprichst in die Kamera. Versuch's mal bitte. Weil dann können wir nämlich das nächste Mal, wenn es hell ist, hier mal gucken, wo du bist. Oder wo dein Körper liegt. Entschuldigung, Janine. Versuch mal in die Kamera zu sprechen. Ich warte jetzt 20 Sekunden wieder. Okay, wenn du was reingesprochen hast, bedanke ich mich mal. Danke dafür. Sorry. Oh, diese Mücken. Mit Körper ist ganz schön schlimm hier. Geh weg jetzt hier. Kannst du noch eine Frage stellen? Ich bin jetzt erstmal, mal gucken, ob wir was auf Kamera haben. Könnt ihr mal in die Richtung zeigen, wo ich das letzte Mal die Steine hingelegt habe? Das passt. Mhm. So, wir haben noch nicht geguckt. Liegen die Steine noch da? Warte mal, ich muss ja von oben, das sieht man nicht richtig so. Okay, ist ein Ja. Okay, super. Ja, wenn du keine Frage mehr hast, ich würde jetzt auch nicht länger stören hier. Nö, wir bedanken uns bei Vielen euch Dank, hier. Vielen Dank, ihr Lieben. Aber doch, eine Frage habe ich noch. Ist es für euch unangenehm, wenn so Leute wie wir zu euch auf den Friedhof kommen? Nein. Also wäre es okay, wenn wir mit euch reden wollen, dass wir Tatsache auf den Friedhof kommen dürfen? Okay. Also man ist als lebender Mensch, um mit euch zu sprechen, auf dem Friedhof willkommen. Ist das richtig? Dankeschön. Okay, jetzt lassen wir euch wieder in Ruhe. Wir bedanken uns recht herzlich. Vielen Dank, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Das war jetzt nochmal sehr interessant. Und jetzt bin ich gespannt, ob die Steine da sind. Also die haben Ja gesagt. Ja. Ja, die haben Ja gesagt. Also, da schon mal da. So, dann gehen wir mal gucken, ob die Steine noch da sind. Es ist jetzt Tatsache genau auf den Tag eine Woche später und ein paar Stunden. Ich glaube, die liegen noch. Tatsache, die liegen noch da. Ich habe sie gehört. Klar. Gehört, du hast sie gehört. Ja klar, die Steine reden mit dir. Warte, ich werde das mal jetzt die Nachtsicht ausmachen kurz. Damit und das Licht hier. So, guckt. Sie liegen noch. Da sind die Steinchen. Schön. Die liegen noch.
Und die lassen wir auch wieder hier liegen. Ihr Lieben, das bedeutet uns viel. Deshalb haben wir jetzt extra nachgeschaut, weil man sich nicht immer so sicher ist, ob diese Routen, die wir jetzt gerade benutzt haben, um mit euch zu kommunizieren, ob das funktioniert. Aber die Antwort und das, was jetzt hier ist, ja, passt jetzt. Guck mal, das wieder, Kerzchen, ne? Das Lichtchen haben sie auch wieder angezündet. Ja, schön, ne? Das finde ich so schön, ja. Das war jetzt aber eine interessante Fragestellung. Das verknüpfen mich immer wieder, ne? Also ich finde das echt gut. Ja, wir haben ja auch rausbekommen, dass Kirchen auch ein Rückzugsort für die Seelchen sind. Ja. Und da wollen sie eher ihre Ruhe haben. Ja. Und auf dem Friedhof darf man gehen, um mit denen zu sprechen. Also das machen ja auch die meisten. Ja, na klar, man geht ja, man geht ja hin ans Grab von seinem verstorbenen Partner, was weiß ich, ne, und redet ja mit ihm irgendwie. Ne, und wie geht's dir gut dort, wo du bist? Und ne, im Prinzip hätte man selber drauf kommen können. Aber gut, haben wir mal nachgefragt. Ja. Wir haben mal nachgefragt. Stockdunkel. Ah, wirklich, ey. Cool. Ich seh das noch gar nicht hier auf der Kamera. Jetzt kommt's ins Bild. Na, ich hab auf 10% nur. Hallo. Okay, die läuft. Wir brauchen das nicht für den Ton, ne? Mach ihn nicht so weit weg. Ich will mal erstmal gucken, warte, wie es aussieht. Ich dachte, das sieht wieder so. Warte, wenn man Ton braucht, dann. Die war fast leer, hast du gesagt, ne? Hm? Die war fast leer. Die schwarze. Ach so, okay. Ist fast leer.
Lieben. Hi. So, jetzt haben wir das Radio an. Ihr könnt auch gleichzeitig über die Stäbe wieder antworten, wenn ihr möchtet. Also X ist wieder ja und auseinander ist wieder nein. Ihr Lieben, wir haben erfahren, dass ihr ein ganz besonderes Gebäude hattet. Ein heiliges Gebäude. Wir nennen das mittlerweile Retra. Bei euch auch so? Also hieß das Retra bei euch oder hatte das einen anderen Namen? Könnt ihr den Namen von eurem heiligen Gebäude mal bitte sagen? Dieses Gebäude soll irgendwo hier in der Umgebung Brandenburg-Mecklenburg sein. Ist das richtig? Kann man dieses Mahnmal von euch, was ihr euch dort errichtet habt, noch finden? Danke. Sagt ihr uns, wo man das finden kann? Irgendein, ich glaube, es war ein König, der hat erzählt, dass er wiederum gehört hat, dass jemand dieses Heiligtum im Prinzip geschändet hat und hat auch das heilige Pferd dort entführt. Ist das richtig? War das so, dass in diesem Gebäude oder direkt bei dem Gebäude dieses heilige Pferd auch stand? War dieses Gebäude denn hier in der Nähe?
das, ist dieses Gebäude weiter als 100 Kilometer entfernt? Ist dieses Gebäude weiter als, also von dem Standort hier, 200 Kilometer entfernt? Ist dieses Gebäude weiter als 150 Kilometer entfernt? Also dieses Gebäude ist zwischen 100 bis 150 Kilometer von hier entfernt. Ist das richtig? Dieses Gebäude in die Himmelsrichtung Norden zu finden, von hier aus? Ist dieses Gebäude in die Himmelsrichtung Osten zu finden, von hier aus? Ist dieses Gebäude in Richtung Westen zu finden? Ist dieses Gebäude in Richtung Nordost zu finden von hier aus? Und letzte Frage, ist dieses Gebäude in Richtung ist dieses Gebäude in Richtung Nordwest von hier aus zu finden? Dankeschön. Das ist ja mal interessant, ne? Nordwest geht in Richtung Polen. Links auch, Richtung Hamburg. Das wäre auch die Ecke, wo ich das. Ja, das ist vermuten, ne? Ja, da ist ja auch dieses andere am Wasser, direkt am Meer. Am Meer habt ihr auch nochmal wie so ein. Ja, die haben sie noch mal. Wie so eine Burg. Silber. Silber? Silber von Teilchen. Vielen Dank, ihr Lieben. Ja, danke schön. Ich bin immer wieder total begeistert, wie toll wir uns hier unterhalten. Ich sag mal, Tempelanlage von euch. Die fällt gerade nach und nach, und die steht an der Ostsee. Die wurde ausgegraben von Menschen. Und die fällt jetzt durch die Erosion immer mehr ins Wasser. Habt ihr das schon mitbekommen? Dass da schon erste Teile ins Wasser gefallen sind? Dass die ja, in vielleicht 50 bis 100 Jahren gar nicht mehr da ist? Dankeschön. Ah, das ist die Natur. Da kann der Mensch jetzt tatsächlich mal nichts dafür, obwohl er viel kaputt macht. Menschen versuchen es sogar zu erhalten. Ich habe jetzt Traum verstanden. Das ja, Franzis genau. Weiß ich nicht, aber. Also Radio muss ich dann genau hinhören. Ich habe viele Fragen gestellt. Ich habe jetzt mich gar nicht aufs Radio konzentriert. So, jetzt kommen wir. Ihr hattet in der das vorletzte Mal, wo wir hier waren, hat jemand um Vergebung gebeten. Ist derjenige gerade hier bei uns? Bist du, der hier Vergebung möchte, bist du ein, okay, danke, ein Angehöriger des Slawen, würde ich fragen. Oder bist du ein Angehöriger der Kirche hier von dem Kloster? Oder gibt es mehrere, die hier Vergebung brauchen? Ja, die letzte Frage, die ich haben wollte. Dankeschön. Ja, kann. Ja. Kann man einfach rein? Ja. Okay. Könnt ihr uns einen Namen sagen? Von jemandem, der Vergebung möchte?
Okay, dann jetzt übers Radio bitte. Wir lassen alles laufen. Ich hole bloß einen Akku aus der Box. Ganz schön dunkel hier. Ja, vielleicht hätte ich mal hier Lichter machen sollen. Das ist ohne das auch nicht schön. Man kann doch ruhig mal sehen, dass wir mal nachts sind. Ja, genau, das kann man auch mal sehen. Heiligtum, was ihr dort aufgebaut hattet,
dass das zu finden gibt, wissen wir, habt ihr ja gesagt. Aber wie hieß das bei euch? Hatte das einen bestimmten Namen? Könnt ihr uns den bitte über das Radio mitteilen? Den Namen jetzt schon mitgeteilt in das Radio. Wollt ihr uns den Namen nicht sagen oder habt ihr Angst, dass wir das nicht verstehen? Wollt ihr uns den Namen nicht sagen? Geheimnis. Oder ist der Name, so wie wir ihn jetzt wissen, wie hieß das so? Redra. Redra ist der Name für euch völlig okay. Soll das weiterhin Redra heißen? Seinen Namen nochmal versuchen, übers Radio ganz deutlich zu sagen, dann müssen wir nicht immer Slaven sagen. Das würde heißen, dass es nur einen gibt. Genau, das
Ja, ich habe beide Fragen gestellt, schon gegen also ist es eigentlich egal, welche Religion man, also jetzt, ich gehe mal jetzt von der Jetztzeit aus, also jetzt in der Zeit, wo wir leben hier. Danke, gut. Ich wollte fragen, es ist eigentlich egal, welche Religion wir haben, am Ende können wir vor einem Gott. Oder vor einem Schöpfer, Herrscher, Gottes, ähnliche Geschichte. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Dankeschön. Ist es denn richtig, dass wenn wir hier auf der Erde wirklich keine guten Menschen sind, vielleicht sogar bösartig sind, dass wir in die Hölle kommen? Wenn man wirklich in die Hölle kommt oder ins Fegefeuer, hat man dann eine Chance, trotzdem noch irgendwie in den Himmel zu kommen? Ist das dann diese Art der Vergebung, um die ihr bittet? Ich hätte anders gestellt, aber das wäre genau meine Frage gewesen. Dankeschön, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Wir sind sehr, sehr beeindruckt. Ja, genau. Mir fehlen die Worte und das ist selten. Weil solche Antworten auf solche Fragen bekommt man nicht ständig. Vielen, vielen Dank dafür. Fast gar nicht. Das hilft nämlich, die Antworten, die ihr uns jetzt hier gegeben habt, das hilft bestimmt ganz vielen Menschen da draußen, die sich das Video dann, was wir hier zusammenschneiden, dann angucken werden. Ja, genau. Ich leg die jetzt mal weg hier. Das reicht für heute auf der Welt. Wir werden auch bestimmt noch einige Male zu euch kommen, weil es hier wirklich so schön ist. Wir fühlen uns hier so wohl bei euch, mit euch. Wir merken auch, dass ihr uns öfter besucht, auch im Traum. Stimmt das? Nimm doch mal die Stille. Nimm doch bitte die Stille. Ich habe mir fällt der Kopf. Eine ganz banale Frage rein. Wo ich heute nach der Arbeit nach Hause gekommen war, habe ich mich ja mal kurz hingelegt und bin eingeschlafen. Wurde ich von euch geweckt? Danke. Weil für den Zuschauer zur Erklärung, ich spreche das mal in die Kamera, wir wollten um 8 Uhr losfahren und ich war wirklich in einer richtigen Tiefschlaf. Angelegenheit. Ich hatte richtig Traum und habe dann plötzlich von diesem Kloster hier geträumt und bin wach geworden, weil ich dachte, ich habe verschlafen. Und es war aber 7:30 und 8 wollte ich losfahren. Ja, ganz wichtig, wir jetzt nicht wieder wegtun. Die Frage wollte ich kurz nochmal nachstellen. So, jetzt guck mal hier hinten, wo euer Pferd steht. Hier sind diese komischen Bälle hier. Guck mal, wenn man hier ein bisschen wackelt, ja, hier oder hier, dann machen die so ein Blinkgedöns. Ja, dann ist das Licht, das ist nur Licht, da braucht man keine Angst davor haben, das ist nur Licht. Könnte da mal jemand von euch jetzt ganz spontan hier zu uns treten und mal gegen einen Ball, ja, den berühren, wir versuchen zu wackeln, dass der blinkt. Kann das mal jemand versuchen?
Ich weiß, dass das körperlos ganz schwer ist. Regina hat das schon probiert bei einer Rückführung. Das war ja fast unmöglich. Wir wissen, dass das was schwer ist. Ich würde sagen, wir warten jetzt noch 20 Sekunden. Und dann könnt ihr aufhören, euch zu bemühen, das zu versuchen, weil dann schafft man es wahrscheinlich nicht. Genau. Also die Energie wollen wir euch auch nicht wegnehmen. Genau. Das ist ja auch für uns viel sinnvoller, wenn ihr Energie dafür verwendet, mit uns zu sprechen. Da haben wir ja auch im Prinzip mehr davon. Genau, das stimmt. So, 20 Sekunden sind um, ihr braucht es jetzt nicht mehr probieren. Dankeschön. So schön. Warum muss ich mich wundern, dass die hier werden? Ja. Okay, ich mach die Pannos weg aus. Ich fühle mich ja auch total willkommen auf. Ja, man hat ja richtig das Gefühl. Das ist wahnsinnig schön. Du hast eine gute Idee. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe schnell eine Verbindung dabei. Ja, also ich habe jetzt auch im Moment keine Fragen oder sowas mehr. Ja, das kann man schon rein. Okay. Das wird immer wahrscheinlich. Ist das. Ich glaube, ich habe tatsächlich nicht auch geschafft, alles für mich zu merken, was ich fragen wollte. Wir müssen das halt zu Hause erst wieder alles in Ruhe anhören und nochmal anhören und manchmal nochmal anhören. Und dann hören wir, was ihr sagt. Und dann kommen wir wieder und können auch wieder Rückmeldungen darauf geben. Ich hoffe, dass das drauf ist. Dankeschön. Danke. Habt ihr es jetzt doch geschafft? Super, habt ihr gut gemacht. Ich hoffe, dass es auf irgendeiner Kamera drauf ist. Die da hinten müsste es haben. Und ich habe das jetzt auch, ich habe es gesehen, da hat sich nichts bewegt, da war keine Fliege dran, da war kein gar nichts. Wir haben still gesessen mit unseren Füßen oder so. Genau, danke, so, ich habe die Fliege, dann habe ich sie hingestellt und wieder so. So wie ihr das jetzt eben gerade jemand gemacht hat mit dem Ball, schafft ihr das nochmal? Zur Bestätigung praktisch? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Also ihr könnt es einfach versuchen, wenn ihr Lust habt, probiert es einfach und wenn nicht, ist auch okay. Jetzt habe ich eine Kamera. Auf jeden Fall. Ich hoffe, vielleicht ist es auch, wenn dann ist es auch schwer vielleicht. Oder ich weiß es nicht. Ich glaube, da habe ich das auch gut drauf. Da vorne steht aber nicht ein. Ja, aber bin ich ziemlich weit hochgegangen, damit ich hier diesen Boden habe. Die Optik. Hier, guck mal, der läuft, passiert nichts. Ist auf der drauf. Oh, sehr schön. Prima. Ja, vielen Dank. Ja, das kann ich jetzt echt nochmal als Abschluss richtig toll von euch. Ich bin jetzt gerade richtig, richtig happy, kann man sagen. Ja. Ja, würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute von euch. Ja, vielen Dank. War wieder sehr interessant hier bei euch und sehr informativ vor allen Dingen diesmal. Wir hoffen, dass die Vergebung euch geholfen hat. Ja. Wenn nicht, sagt es uns beim nächsten Mal noch einmal. Versucht uns das irgendwie zu kommunizieren. Sobald wir das verstanden haben, dann werden wir es halt nochmal probieren, ne? Und nochmal machen. Ne? Also so ist es nicht. Genau. Okay. Bis bald, ihr Lieben. Bis bald. Dankeschön. Krass, haben die noch zum Ende die Bälle abgeschmissen.
Du sagtest noch so, na, jetzt braucht ihr nicht mal probieren, die 20 Sekunden ist rum. Und da dachte ich mir noch so, jetzt warte mal ab, jetzt bewegt sich gleich was. Das ist krass. War tatsächlich so echt heftig. Achso, die müssen wir wieder ausschalten. Ne? Ja, musst du auf den Knopf drücken. So, ich mache jetzt das Sony Standby. Das ist ein Glühwürmchen. Da. Das ist ein Glühwürmchen. Wir sind hier mit Nachtsicht, da sieht man es auch noch ein bisschen. Das ist jetzt nur hier eins, ne? Es ist jetzt nur ein Glühwürmchen. Ein einziges. Ist das krass, ist das schön. Na, schade, ich krieg's nicht gezoomt, großartig. Was für ein tolles Licht die haben, ne? Ja. Dann muss man sich mal überlegen, jetzt ist ein Infrarot. Das ist Tatsache, das sieht wirklich 1:1 so aus, wie man es jetzt mit der Nachtsicht sieht. Das ist so ein Neon... Da, ich mach mal Nachtsicht aus, ja, so. Neongrün. Ne? Wir machen jetzt keine Werbung. Wir machen keine Werbung für ein anderes Team, aber es ist halt nun mal Neongrün. Krass, oder? Cool. Oder und noch ein Glühwürmchen gesehen. Ja, perfekt. So, jetzt fahren wir nach Hause. Da steht unser Auto. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Bis neulich. Bis bald. Daumen und Abo nicht vergessen, ne? Ich sehe es noch nicht. Warte, ich sehe es noch nicht. Ich sehe es noch nicht. Jetzt sehe ich es. So, jetzt zeigen wir euch das Glühwürmchen mal mit Licht. Also nicht direkt drauf leuchten. Warte, ich versuche es erstmal hier zu fangen, irgendwie mit der Kamera. Jetzt habe ich es. Oh, ich sehe gar nichts. Da. Jetzt siehst du es wieder glühen. Da, guck mal. Versuch mal ein bisschen zu zoomen. Das war zu weit gezoomt. Aber da sieht man es. Das Tierchen. Ist das krass oder ist das krass? Geil. So, jetzt lassen wir es in Ruhe. Licht aus, weg. Das ist ja ganz genau. Ja.